Yo Leute, ich bin's, euer Brandy. Willkommen zurück bei Pokémon Blood Grün. ja, wie man vielleicht schon hört an meiner Stimme, ich bin etwas krank zurzeit. Von daher wird das nicht ganz so lustig wie in den anderen Folgen. Beziehungsweise vielleicht wird's ja dann umso lustiger oder vielleicht wird's überhaupt mal lustig. Ja, ich habe halt, wie gesagt, ein kleines Handicap jetzt, aber ich denke mal, großartig behindern sollte uns das jetzt nicht. Wir werden heute die Stadt Lavandia betreten und schauen, was wir dort so reißen können. Intensität, keine Wirkung aufs Metbo. ja, hast du Pech. Nee, also wie gesagt, wir schauen nochmal, was wir so reißen können. Oh, ziemlich stressig jetzt in der Arbeit hier bei mir. Heute ist Sonntag und der erste freie Tag in der Woche. Und das erste Mal, dass ich jetzt ein paar Stunden habe zum Aufnehmen, beziehungsweise eigentlich ist es nicht um ein paar Stunden, sondern genau zwei. Wenn wir ehrlich sind. Und ja, ich würde gerne das Maximum da rausholen und dementsprechend müssen wir uns ein bisschen, beziehungsweise muss ich mich zusammenreißen, denn sonst wird das nichts mit dem Parts, die ich brauche. Ich brauche, glaube ich, jetzt noch für die Woche so 3-4 Parts pro Spiel. Und ich hoffe, ich krieg's wenigstens im Pokémon aufzunehmen. 3-4 Parts lang. Einfach um. Ja, das wird schon reichen. Einfach um genügend Material zu haben für die nächste Woche, für wenigstens ein Video. Das kann gut sein, dass ich nächste Woche einfach keinen. Also nicht zwei Parts, sondern jeweils einen Part nur hochladen kann. Einfach aus den zeitlichen Gründen. Und das ist halt. Ich probiere zwar so oft wie es geht oder in der Woche aufzunehmen oder am Wochenende so viel wie es geht, aber ich kann leider nur so viel aufnehmen, wie es halt Zeit zulässt. Und vor allem auch meine Gesundheit und meine Lust auch. Ich will jetzt auch nicht irgendwie aufnehmen, wenn ich eigentlich gar keinen überhaupt null Bock habe, aber ihr wisst, glaube ich, Bescheid, wie das so ist, wenn man keinen Bock hat, dann eigentlich fast schon besser nicht aufzunehmen, weil schlechter Content ist halt auch beschissener Content, kann man sagen. Von daher da mein Augenmerk darauf, also muss die Lust, die Gesundheit und natürlich auch die Zeit spielt eine große Rolle und einfach, dass ihr Bescheid wisst, dass es vielleicht nicht so kommt, dass ich nächste Woche zwei Parts pro Tag hochbringen kann. Das war natürlich ganz clever von mir. Ganz groß. Jetzt kommt ein Steinwurf. Oh ne, noch nicht. Oh. Mir läuft die Nase schon wieder. Als ob ich keine Ahnung was hätte. Oh ja, ja. Ganz groß. Anstatt einfach einen Steinwurf zu benutzen oder so, um mich vielleicht sogar umzubringen mit einem Volltreffer. Nee, mach mal einen Klammergriff. Bring mehr. Ja, müsste ausgereicht haben, ja, so war ich mir auch sicher. Level 28 für unsere Fackel. Ich freue mich schon, wenn wir Ling oder Geora, ja, machen wir mal Ling, machen wir auch mal Level 28, wenn wir Feuer, Flammenhof bekommen. Die ganzen anderen starken Feuerattacken. Deutlich besser als die ganze Zeit nur mit so ein paar Funken rumzuwerfen. Ja, das macht er natürlich jetzt. Wichser. Aber ich bin schneller. Und du schläfst jetzt, du Wichsnutte. Echt, das kann ja wohl nicht angehen, dass er meinen Link hier fasst. Ich hoffe, er schläft noch eine Runde danach. Weil sonst ist unser Link tatsächlich im Eimer. Natürlich. Na was denn sonst? Na was denn auch sonst, Leute? Ja, aber dann schenkt mal unserem Täubchen mal das
ist das ein Level? Nee, noch lange nicht. Machen wir mal das hier. Zack. Ja, den Sieg, wollte ich gerade sagen. Nicht das Level, den Sieg. Spieler besiegt, Wanderer. Ich kann wieder klar denken. Yeah. Das freut mich natürlich sehr, dass du klar denken kannst. Wir setzen mal Pikachu an die Front. Das müsste noch ein Trainer sein, ja. Hey du, möchtest du meine Pokémon sehen? Eigentlich nicht. Aber, ja, du wirst sie mir trotzdem zeigen. Und deswegen werde ich sie mir jetzt auch anschauen, kurz. Tragosso. War Pikachu eine gute Wahl? Ich glaube nicht. Ah, Kopfnuss, zack. Ich habe vergessen, dass Wasser auf Boden ist, deswegen. Nicht im Ernst, oder? Naja, mach's halt schnell fertig, komm. Ja, nein. Mach, komm. Ach, komm. Krass, wie die Nase gerade läuft. Scheiße. Ah, ich habe gar nicht gesehen, dass der Funke tot ist, weil die Nase gerade so gelaufen ist bei mir. Sorry, Pikachu, aber wir sind eh in Lavandia. Von daher kein großer Eck. Von daher, ja, wie gesagt, kein großer Eck. Aber Tragosso ist jetzt tot und unser Täubchen bekommt ein paar EPs. Ja, das war natürlich ganz groß von mir. Ganz groß. Oh Mann, dass er jetzt Fleckmon einsetzt, das hätte ich auch nicht erwartet. Aber ist er Wayne, macht unser Täubchen auch. Kein Stress auf jeden Fall. Dass er da noch rot ist, das finde ich ist frech. Muss ich ehrlich sagen, das finde ich ist frech. Wayne passiert. Nein, meine Pokémon! Ja, deine Pokémon. Alles niedere Abschaum, der nichts wert ist. Lavandia. So, jetzt haben wir mal unsere Pokémon wieder nach einer etwas längeren Route. Ja. Bin ich eigentlich mal... Haben wir eigentlich auch andere Pokémon? Das weiß ich gar nicht mehr. Also, so auswendig. Mal schauen. Ja, eins haben wir noch. Eins haben wir noch. Aber genau 7 Pokémon. Wow. Wir sind echt... echte Pokémon-Sammler, muss man schon sagen. Im Ernst, also wir sind echte Pokémon-Collectors. Also so richtig wie in der Collectors Edition. Ich würde sagen, unser Funke nimmt hier noch ein paar Angler mit. Wenn wir schon die Möglichkeit dazu haben, hier ein paar Angler komplett aufs Maul zu hauen. Cool, mir ist etwas ins Netz gegangen. Ja, das war aber wohl ich. Aber kein Problem. Wir erledigen ihn. Auf Goldini. Donnerblitz voll in dein Gesicht, ey. So. Ah, Scheiße, Mann. Ich glaube, da war mir mein... das war, glaube ich, nicht so clever von mir. Lala. Tut mir leid, ich habe gerade irgendwie Scheiße gebaut und dann ist mir der Part auseinandergefallen. Tut mir leid, Leute, war keine Absicht. Ja. Goldini. Donnerblitz. Und voll aufs Maul. Geile Sache. Mist. Er ist tatsächlich Mist, dass der da kein Level abbereiten hat. Nur mit der Ruhe. Als Angler muss man geduldig sein. Da hat das Spiel tatsächlich einmal wirklich recht, denn als Angler musst du tatsächlich wirklich geduldig sein. Kann teilweise echt ewig dauern, bis da mal so ein Ding ins Netz, also an die Angel sich da verfängt, also am Köder. Entschuldigung,
kann echt lange dauern teilweise. Also, ich respektiere echt alle Angler auf dieser Welt, die das echt leidenschaftlich gerne machen, weil ich habe es einmal gemacht und ich fand es ehrlich gesagt zum Kotzen, weil es einfach so, ja, ist halt einfach übermenschlich langweilig, kann man fast schon sagen. Aber Hut ab vor all denen, die das wirklich gerne machen, und ohne sie, ohne die würden wir heute keinen Fisch essen können. Und das wäre ja natürlich auch nicht so toll, finde ich. Fisch ist schon nicht schlecht. Ja, mach du Feuerattacken ein bisschen. Ja, ja, mach mal. Das ist kein Problem. Ich habe einen Flügelschlag, ist natürlich voller Feuer. Ist schon ganz großes Kino von dir, Goldini. Ganz groß. Ja, der ist dir entwischt. Da hast du recht. So, dann machen wir noch einen Kampf für diesen Part. Der Angelkönig gegen das Pokémon und was weiß ich, was das am Ende war. Ich habe das nicht mehr lesen können. Ach klar, ich dachte, jetzt können wir vielleicht auch noch irgendwie unser Smetbo oder so. Natürlich, ja. Ich habe vergessen, die Pokémon zu tauschen. Das macht natürlich noch mehr Sinn. Ja. Goldini, Goldini. Oh yeah. Goldini, Goldini ist auf demselben Level wie wir. Hornattacke. Hornattacke. Ja. Das müsste jetzt reichen. Drushflagel. Und thank you very much, Goldini. Goldini. Level up for us. Und hiermit beenden wir noch nicht den Part. Das war spitze. Hiermit beenden wir noch nicht den Part. Wir beenden erst den Part mit dem Wechsel zu Ling, unserem letzten 27er, komisch eigentlich, der genau 600 EPs noch braucht. Wollen wir dann nicht einfach noch einen Angler suchen? Mach mal einfach. Komm, eigentlich würde ich lieber arbeiten. Dann mach, mach, nur mach, arbeite, nachdem ich dich besiegt habe. Halt ein paar Carpadors oder so. Ach, Quapsel, 4 Stück. Quapsel ist Wasser und hoffentlich nur Wasser. Natürlich geht das nicht mit einem Angriff. Wäre ja zu schön, um wahr zu sein, dass das mit einem Angriff hier alles erledigt wird. Stattdessen müssen wir zweimal für ein Level 21 angreifen. Also, und dann erster Volltreffer natürlich. Was Musch hast, du Muschel. Du ja. Attacke. Attacke, 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 Attacke. Attacke, 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 Attacke. Verteidigung vom Musch was steigt. Sehr sensationell, sehr sensationell. Oh, Level up endlich. Wir werden dann jetzt erstmal unser Link versuchen, Windstoß zu erlernen. Das ist natürlich ganz groß. Ich benutze es einfach mal. Wir können das ja immer mal wieder gebrauchen. Anstatt Stachelspur Schlafpuder würde ich gern behalten. Aber bei Stachelspur war eigentlich auch schon wichtig für den Erstangriff so. Ja, ist ja Wayne. Da macht unser Pikachu jetzt mal weiter. Es kann sich schönes Level Up noch holen. Wenn es die EPs dann dafür gibt. Ah, Thunder-Attacke. Thunder-Blitz. Thunder-Blitz hier. Voll in die Fresse. Und Angriff. Okay, als nächstes kommt Seepa. Seepa. Oh yeah. Und dann machen wir wieder einfach einen Thunder-Blitz. Und in der Hoffnung, dass dieser Thunderblitz reicht, verabschieden wir uns langsam. Oder? Ja. Super, Spieler besiegt Angler. Das war wahrlich kein Zuckerschlecken. Ja, ja. So, Leute, wir stellen uns mal in die Grünfläche. So mittig, wie es nur geht. So wie jetzt zum Beispiel. Hiermit verabschiede ich mich bei euch. Wir sehen uns im nächsten Part. Chosen.